Also beim Hip-Hop-Theater-Workshop haben wir mit jugendlichen Migranten gearbeitet. Und zwar haben wir uns damit beschäftigt, wie sie mit Wörtern, die verletzend sind oder diskriminierend sind, umgehen und wie man sie noch verwenden kann, außer in einer beleidigenden, destruktiven Form. Und zwar haben wir mit jedem Einzelnen gesprochen, als wir Wörter gesammelt haben, damit sie Texte schreiben. Und wir haben sie immer gefragt, was hast du speziell für Erlebnisse gehabt, welche Schimpfwörter hast du am öftesten gehört oder welche haben dich am meisten verletzt? Oder welche hast du am öftesten verwendet, wenn du jemanden verletzen wolltest oder eben fertig machen wolltest? Und dann haben wir versucht, diese Wörter in einem Text hineinzubringen, aber dann umzutransformieren in eine Richtung, die eine konstruktive Lösung findet. Also quasi gegen diese Wörter geht, dass sie diese Wörter verwenden, aber, wie soll ich das erklären, aber sie kritisch beleuchten und in einem Text quasi umsetzen und diese Wörter quasi in Frage stellen und auch für sich verwenden. Also anstatt irgendwie sie auch mit Ironie zu spielen, sie auch nicht so ernst zu nehmen für sich, sondern auch sie auch für sich zu verwenden. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wir haben, also jeder einzelne Teilnehmer hat für sich Wörter zusammengeschrieben, die er am meisten in seiner Jugend gehört hat oder verwendet hat oder die ihn am meisten verletzt haben. Und dann haben wir versucht, daraus eine Geschichte in einem Text zu verfassen, die konstruktiv ist, die kritisch ist, die genau diese Wörter in Frage stellt. Außerdem ist es generell so, dass Rap genau daher entstanden ist. Es ging immer darum, es ging nie um wie bei normaler Popmusik zum Beispiel um Unterhaltung, sondern es ging immer darum, sich über etwas aufzuregen, über etwas kritisch nachzudenken oder wirklich, also es ging, Rap ist eigentlich fast immer aggressiv, fast immer provokativ, also provokant und hat immer was damit zu tun, dass Leute sich über etwas beschweren. Das heißt, es ist auch notwendig, mit aggressiver Sprache umzugehen und sie kommen aber darauf, dass man das auch lustvoll machen kann, wenn man das nicht so ernst nimmt, sondern auch wirklich beleuchtet, was heißt das eigentlich wirklich, wie zum Beispiel Schwuchtel. Oft verwenden das irgendwie Jungs und wissen oft nicht mal, was das genau heißt. Und jeder Zweite sagt Schwuchtel und ihnen ist nicht einmal wirklich bewusst, dass das jetzt wirklich absolute Homophobie ist. Und wenn sie das wirklich beleuchten oder vielleicht selber drauf kommen, dass sie Tendenzen haben, sieht das irgendwie ganz anders aus. Und also wenn, dann fangen sie, sie schreiben eine Geschichte auf und dann schaue ich, also spiele ich ihnen, während sie es schreiben, einen Beat auf, also spiele ich ihnen vor, nein, ich spiele ihnen, während sie Texte schreiben, einen Beat vor, meistens eher einen langsamen, weil es leichter ist, langsamer anzufangen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sie meistens eher aufsatzmäßig schreiben und dann muss man das mit ihnen noch einmal überarbeiten, sodass sie, dass sie sehen, dass zum Beispiel sich das in jedem Takt, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, dass sie es abzählen, dass jeder Satz sich in 4 Takten ausgehen muss und dann der nächste Satz beginnt. Und natürlich ist es gut, wenn sich's reimt. Also das gehört dazu. Es muss natürlich nicht immer sein, aber es ist eher üblich, dass es sich reimt und dass sie wirklich schauen, dass sich die Texte genau auf den Beat ausgehen. Und wir üben das mit ihnen halt so lange, dass sie sehen, okay,
wenn zum Beispiel ein Satz länger ist als der vorige, dann müssen Sie schauen, dass Sie ein Wort schneller aussprechen. Und sowas wird zum Beispiel einstudiert. Es ist wie so eine Art Choreografie, aber mit Sprache sozusagen. Ja. Dass da eine kurze Pause ist, dann wird wieder was schneller ausgesprochen, so damit sich es immer auf diese 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vor allem ist es auch für Sie nochmal was anderes, wenn Sie Ihre eigenen Texte schreiben. Also Sie haben eine ganz andere Motivation, diesen Rap zu lernen, weil Sie es selber geschrieben haben, weil es etwas mit Ihnen zu tun hat, weil es Ihre Geschichte ist. Also das ist das Ausschlaggebende. Und deswegen gebe ich Ihnen nie Texte vor, weil es wieder so etwas Schulmäßiges wäre. So lernst du das auswendig und das hat nichts mit Ihnen zu tun. Für die meisten Menschen ist die größte Angst, vor anderen Leuten zu singen, geschweige denn zu rappen, weil ich glaube, weil man in dem Moment mit der eigenen Stimme am authentischsten ist und am meisten preisgibt und am meisten man selber ist. Und deswegen beginnen wir, deswegen habe ich auch vorher gesagt, Theater-Hip-Hop-Workshop, beginnen wir immer mit ganz einfachen Theaterübungen an, methodisch so, dass sie einfach lernen und sich daran gewöhnen, diese Hemmschwelle einfach vor anderen Leuten aufzutreten. Also dieses Staging, dieses Selbstbewusstsein, ich stehe da, andere schauen mich an und ich bleibe bei meiner Geschichte, bleibe bei mir und liefere sie ab, ohne irgendwie in den Boden zu versinken. Und deswegen finde ich Übungen eben von Theaterimprovisationen sehr wichtig als Aufwärmtaktik, damit sie hinterher die Scham fast komplett verlieren. Also es wäre ganz was anderes, wenn ich von Anfang an sagen würde, so, jetzt stellst du dich hin und rappst, als nach ein, zwei Stunden Theaterimprovisationen, dass sie erst das Lied bringen. Also das macht einen ganz großen Unterschied, weil sie einfach die Tools gelernt haben, was es heißt, auf der Bühne zu stehen.